Jo, weiter geht's mit Amnesia, A Machine for Pigs. Und letzte Folge haben wir es mit Mühe und Not hier runter geschafft. Ich konnte die letzte Leiter nicht finden, war ein wenig versteckt. War nicht wirklich schwer, aber ja, man musste halt genau schauen. Nicht so leicht mit der Funzel hier. Die Kinder dürften nicht weit sein, er hat Andeutungen gemacht. Habe mich krank und durchgeschwitzt auf meinem Bett zusammengerollt. Okay, 15. März 1899, ein sehr gutes Jahr und ein sehr guter Tag. Das sehe ich gleich. Zerschmetterte Schädel, klagende Bäuschen der Rhododendren. Was? Da schau, unter den klagenden Bäuschen der Rhododendren. Was sind denn Bäuschen? Bäuschen. Also, ich stehe jetzt wieder mal auf der Leitung. Kenne das Wort nicht. Bäuschen. Bläschen kenne ich. Luftbläschen. Aber Bäuschen? Ah, ein neuer Eintrag. Das Herz der Maschine. Und als sie das erste Mal Papa sagten, schmolz mir das Herz wie auf dem Boden gefrorenes Blut, das zum Tauen, oh, was für ein Vergleich, und herumschwappen in die Sonne gehalten wurde, hätte es noch ein bisschen poetischer ausdrücken können. Und sie waren unzertrennlich, immer zusammen eine Seele in zwei Körpern. Das ist antisiamesisch. Und meine Liebe war allumfassend. Ich würde für euch sterben, flüsterte ich ihren schlafenden Gesichtern zu. Ich würde töten. Um euch zu beschützen, würde ich diese Welt vernichten. Ich habe mich durch dunkle Dschungel gekämpft, große Motoren, die verdorbensten aller Biester. Ich habe meinen Schwur erfüllt und diese Überschwemmung beseitigt und komme ich euch holen. Uah. Sie kommen, um dich zu holen, Barbara. Hoffentlich nicht. Ihr schwand gar Schröckliches. Was hat der Mann getan mit seinen Kindern? Kein Zugang. Nein, ich bin der Chef. Ich kann da durch. Können wir uns erst hier lang? Okay, meine erste Bauchentscheidung war die falsche, wie meistens. Das erste Mal, dass die Framerate in Ordnung ist. Oh, siehst du? Zerschmetterte Schädel hätte mich schon stutzig machen sollen. Gleich mein erster Gedanke war, das ist ein Rabenvater, wenn er die Kinder einsperrt in diesen Gitterbetten. Und ich habe, glaube ich, recht behalten. Oh, er ist wahnsinnig, ich wusste es. Sind wir so weit runter und jetzt geht's wieder. Nein, es geht noch weiter runter. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Oh, und es gehört. Enrico Pavarotti würde sich in seinem Grab rotieren vor Freude. Schau dir die Maschine an. Oh. Das ist eine richtige Maschine für Schweine. Und das Schwein bin ich. In dem Fall. Es passt alles zusammen. Oh Gott, oh Gott. Oh dear God. Dear Christ, what is this place? Sag ich ja. Da ist zu, ne? Nein. Da ist offen. Wie kommt? Und was ist da drüben? Wo muss ich hin? Na, ich gehe halt mal da rein. Was steht denn da? Der Kontrollraum, ne? Brennstab-Kontrollraum. Oh. Doch, Brennstäbe. Ich lag richtig. Ui, und viele Schalter. Wie soll ich da den richtigen finden? Unmöglich. Brauche einen Hinweis. And they feel no pain. The process is completely humane. Humane, Professor. Humane in the membrane. Acceptable level of suffering by the human condition. Ask the beggar, Professor. Ask the orphan. Ask the whore. Ask the starving, Professor. The weak, the sick, the filthy. Ask them to define the pervert. Humane.
Ja, eben. Genau, frag die. Ich frag immer meine Edelnote, was zu tun ist. Gib mir immer gute Ratschläge. Da können wir springen. Brauchen wir keine Leiter. Leitern sind für Pussys. Au. Okay, dann nehmen wir die Leiter. Ist zu hoch. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ich habe die andere Richtung gar nicht erkundigt. Erkundet. Höchst entzündlich. Das kennen wir schon. Kriege ich eine Bindehautentzündung. Ja, und der Geigerzähler schlägt an. Das sind die Brennstäbe, eindeutig. Was muss ich machen? So? Kann nichts machen. Die Kühlflüssigkeit. Ha, da müssen wir alles zumachen, oder was? Das ist Nummer 1, 2. Also Nummer 1 müssen wir aufmachen. Da ist kein Brennstab drin. Nummer 2. Das soll ich mir jetzt merken, oder was? Oh Gott. Muss ich mir das aufschreiben? Ha. Moment. Ich könnte es mir aufschreiben. Ich zeichne gerade ein Diagramm. Wahrscheinlich für den Arsch. Aber hier und hier. Da ist zu. Da oben. Noch. Sonst ist überall ein Brennstab drin. Vielleicht ist es das, was ich dann einschalten muss. Es ist nicht unmöglich, sage ich dir. Aber wie komme ich jetzt wieder? Ah, hier. Probieren wir das mal. Wow, er kann auch schneller auf der Leiter. Das würde mich jetzt interessieren, ob ich da richtig liege, hä? Das wäre ein Geniestreich. Wisst ihr, das korrespondiert. Das ist 1, also 3. Hier fehlt der Brennstab, ne? Was? Wieso nimmt er den? Das ist doch nicht... Vielleicht ist das irgendwie seitenverkehrt, ha? Huh? Und dann den müssen wir auch. Tut sich gar nichts, ha? Huh? Man müsste wissen, wie es durchnummeriert ist. Es ist nämlich seitenverkehrt jetzt. Da geht's nieder. Muss ich die jetzt raus oder rein? Das ist die Frage. Ha? Der Bastard ist hier gewesen. Das ist das Epizentrum seiner Machenschaften, wo alles begann. Und wo es auch enden wird. Ich werde die Quelle dieser Störung suchen und dann werde ich diese Sabotage ein für alle Mal wirkungslos machen. Das ist echt eine Sabotage. Ich weiß, ja, einer dieser Brennstäbe war nicht korrekt. Da war der Deckel offen. Nicht offen, besser gesagt. Aber ich konnte ihn nicht aufmachen. Vielleicht war das noch nicht so weit. Oh, ich war schon wieder zu schnell, glaube ich. Fuck! Gehen wir nochmal schnell runter. Kann ich da eh springen, ne? Oh, ja, es geht schon. Zähne zusammenbeißen. Ja, das da fehlt. Jetzt geht's auf. Das war vorher nicht möglich. Scheiße, ich war zu früh dran. Ich war schlauer als das Spiel. Man kann ihm nur einmal einen Schub geben beim Klettern. Jetzt sieht er alles rot, weil ich gesprungen bin. So, jetzt schauen wir nochmal, ob der Schalter was macht. Ja, jetzt geht der letzte Kolben rein. Okay, es hat gebimmelt. Wir können irgendwas drehen. Was hat es gemacht, genau?
Alles ist jetzt schön gekühlt, ne? Hat er gesagt, dort, hast du den größeren Hammer schon jemals gesehen? Ich nicht. Vielleicht müssen wir jetzt in die andere Richtung. Ja. Jetzt muss ich nur noch die Zündsteuerung finden und die Maschine wieder anlassen. Erleichtert schreite ich mit großen Schritten über diese Stege. Ich komme, meine Lieblinge, ich habe euch schon fast gerettet. Über diese Ingrid-Stege. Ja, wo ist diese Zündsteuerung am Ende? Wo mag sie sein? Quickly! Shadow Warrior habe ich übrigens auch bestellt. Schauen, ob das mehr taugt als Rise of the Triad. Einschalten. Daddy, Daddy! Daddy, Daddy, was? Was soll das heißen? Wieso geht's nicht? Na jetzt? Mach ich ja. Tür zu. Wow. Ui. Was habe ich gemacht? Ich glaube, das war falsch, hä? I breathe again. I rise. I will rise to bleach the sky and still the water. I will spin the world wheel and set the future upon the path to redemption. Where are my children? You promised me my children! My time is come! More pig! Meerschwein! Boys. Boys. Auch Hamster genannt. I'm sorry. I'm so sorry. Oh, schau. Er hat sie massakriert. Um sie zu bewahren von dieser Welt. Oh, Napoleon! Ich dachte schon, einer fühlt sich wie Napoleon. Ja, es war irgendwie vorherzusehen. Das letzte Image war cool, muss ich sagen. Nicht schlecht. Gutes Ende eigentlich. Ich war mein eigener Saboteur. Oh, stinkendes Kind, du Dreck. Du musst im Garten schlafen, böses Schweinchen, schmutziges Schwein. Es wird immer schlimmer. Er steigert sich immer mehr rein. Alles ist noch nicht aus. Wir leben noch. Falls man das als Leben bezeichnen kann. And emerging, I raised my head to an uncaring sun and I cursed this world of pain and despair. This civilization built on the ricketed bones of the unfortunate, on the greed and swell of mammon and empire. Cradling a stone egg in my jacket, I kissed my children farewell, and I crawled my way home. Arme Sau. Hat das eingesehen? Redemption. Eine letzte Nachricht. Oh Gott, kann sich ein Mann neu gestalten, sich selbst bis auf die Grundmauer niederreißen und neu anfangen, nachdem er sich vergegenwärtigt hat, wer er ist, zu was er geworden ist? Sind das unsere Seelen, ein Haufen winziger Zahnräder und Uhrwerke, komplexe Maschinen, die einem Zweck dienen? Den wir nach gründlicher Überlegung ändern können, kann ein Mann, definiert durch seine Handlungen, definiert durch das, was er nun abstoßend findet, sich zur Sabotage dieses Körpers, seiner Maschine aufmachen, bis diese Kinder, seine Seele sich von neuem bewegen, und kann er mit Hoffnung im Herzen an einer neuen Sonne, in einem neuen Jahr, in einem neuen Jahrhundert aufwachen? All dies frage ich mich, als meine Hände nach den freiliegenden Drähten greifen, kann eine Kreatur wie ich Wiedergutmachung leisten? Und falls nicht, so wäre der Tod unter meinen Schöpfungen gewiss besser als ein Leben als Monster. Ah. Welche Drähte? Ich habe keine Drähte in der Hand. Müssen wir jetzt wirklich alles retour gehen? Ich hoffe nicht.
Es ist also getan. Ich selbst war der Saboteur und die Stimme am Telefon war seine. Aber was ist nun mit uns? Worin besteht die Verbindung? Ich kann doch wohl nicht für alles verantwortlich sein, was ich über mich sehe. Ich erinnere mich nicht an gar nichts. Ja, darum heißt das Spiel ja Amnesia, du Depp. Allein an den Moment, in dem die Welt gespalten wurde und die Innereien der Menschheit aus einer aufgerissenen Körperöffnung in mein offenes, gegabeltes Herz fielen. An den erinnere ich mich. Ah, das ist das Sepp von nebenan. Where are they? Where are my children? Das weißt du doch schon. Ja, eben. Jeder weiß es, nur er nicht, oder was? Ah, ja, ja. Bla, bla. Okay. Wir können es noch schaffen, hat er gesagt, oder was? Hätte ich vielleicht lesen sollen? Sag bloß. Ich kann da nichts machen. Alles ist versperrt. Ich dachte, ich kann hier was hebeln. Gibt es hier einen Stein, mit dem ich das einschlagen kann? Da ist so ein Sicherheitsglas davor, schau. Abschaltung. Vielleicht brauche ich irgendeinen Stein. Ist hier was? Nur... Oh. Was schreibt er jetzt? Heiße Dampfstrahlen, hier kann ich nicht vorbei, ohne mich zu verbrühen. Ich kann ihn irgendwie abschalten. Muss ich das etwa lesen, bevor ich... Nein. Ja, hier ist der Schalter. Wieso schaltet er nicht? Da ist ein Glas davor, ich sehe es, aber... Was? Das Werk funktioniert. Ja, was sollen wir machen? Wie schalten wir ab? Ich spring nochmal runter. Au. Alles verstaucht. Na, es kann nicht. Die Lösung kann hier nicht unten sein, weil. Weil. Wenn hier ein Stein wäre, mit dem ich was einschmeißen kann, dann kann ich ihn ja nicht rauftransportieren, weil wir wissen, ich kann. Nichts tragen. Ich habe kein Inventar. Also, das war nicht die Lösung. Ich stehe wieder auf der Leitung, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn genau die Leitung müssen wir abschalten. Also wie? Wie schalten wir? Hier ist doch ein Schalter. Wieso kann ich den Schalter nicht benutzen? Ich drücke und klicke wie ein Wahnsinniger, aber es passiert nichts. Ja, ich schlage vor, ich melde mich wieder, wenn ich weiß, was zu tun ist. Bis gleich. Oh, hier bin ich wieder. Seht ihr das? Die Sicherungen müssen raus. Das ist alles. Okay, jetzt ist das aufgegangen. Das hätte mir eigentlich schneller einfallen können. Ich bin aber gleich drauf gekommen, nachdem ich abgeschaltet habe. Genau, unholy. Gib's ihm. Springen wir wieder. Au! Oh, ein Teddybär. Hurt them. A cleansing fire always burns, little Mandus. But it purifies and it makes anew. Did it hurt to carve out the fevered flesh? Did it hurt to cut free the gangrenous foot? Ask instead this. Can we save them? When did I say that? That is not me. That is not me. Ich sehe nix.
Was soll ich machen? Es ist zu kryptisch. Ich kann die Lampe nicht nehmen, du Rindvieh. Nimm die Lampe. Ducken vielleicht, okay. Das sind Spielzeugbausteine. Noch einer. Eine Schnitzeljagd. Ich sehe überhaupt nichts, offen gestanden. Ich kann auch nicht schneller gehen, sorry. Aha. Haben wir es jetzt bald hinter uns? Immer noch nicht. Das Schwein ist wieder da. Wieso ziehen die das Ende so in die Länge? Das ganze Spiel über war eher kurz und jetzt auf einmal. Löffel Medizin. Lilibeth, was ist aus mir geworden? Weiß ich auch nicht. Ein Rindvieh halt. Wir gehen dem Schwein nach. Wir machen alles kaputt. Aha, ich muss jetzt Chaos und Verwüstung anrichten. Verstehe. Das Gegenteil von dem, was ich bisher gemacht habe. Wo ist der nächste? Was macht mehr Spaß, Chaos und Verwüstung anzurichten? Muss ich zugeben. Mehr? Aha, Mahlstrom. Einen anderen Eingang. Da ist noch was zum Zerstören. Ah, kann ich nicht durch. Muss ich erst abschalten. Verstehe. Alles fällt zusammen. Alles fliegt uns um die Ohren. Wie befürchtet. Ja, ich weiß nicht. Wie lang ist das Spiel noch? Zahlt es sich aus, eine neue Folge zu beginnen noch? Oder sind wir am Ende? Ich glaube, das hatte ich übersehen. Ja, genau. Da ist nichts mehr, ne? Nee. Ist jetzt der Dampf weg? Oder ist da noch was? Ist noch irgendwo was? Hier haben wir bereits gewütet. Hier vielleicht? Da oben. Komme ich schon ran an die Dinger? Ja. Ich glaube, da komme ich jetzt ran. Das muss ich dagegen schmeißen. Ja gut. Was schreibt er da? Dampfregler, ja. Jetzt können wir die Leiter benutzen, nehme ich mal an. Und die Schweine sind zurück. Schnell rauf. Schnell. Es geht nur in die Richtung, oder? In die Rohre raus aus der Maschine. Genau. Sag ich ja. Ich will da durch. Und hüpf. Au, au, au. Schnell. Au. Wo geht's raus? Nein, nicht. Killt mich nicht. Ja, es gibt doch noch einen Level, beziehungsweise einen letzten Abschnitt, wo ich entkommen muss aus dem ganzen Schlamassel.
hoffentlich nicht den ganzen Weg zurück. Aber keine Ahnung. Ich würde vorschlagen, das letzte Stück schauen wir uns dann in der letzten Folge an, in zwar in der nächsten. Bis dann. Tschüss.